Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Ja, also los geht's am 4. bis 6. August hier in Dresden in der Rinne. Rinne, altbekanntes Veranstaltungsgelände, hat schon AC/DC und andere große Künstler hier gespielt. Grundsätzlich ist es ein sehr angenehmes Veranstaltungsgelände, gehört zur Messe Dresden. Und ich denke, es sollte bekannt sein, also Anfahrpunkt für die, die nicht wissen, wo die Rinne ist, ist einfach die Messe Dresden. Okay. Und dann sieht man, wenn man über die Brücke kommt, schon das Veranstaltungsgelände. Und man hört, denke ich auch, die Motoren. Okay, was sind die Highlights am Wochenende? Ja, die Highlights sind verschiedener Art. Wir haben also einen großen, ein großes Kinderareal. Wir haben eine Bühne mit richtig gutem Programm, unter anderem Haudegen als Headliner. John Diva ist noch dabei, es sind Black Rosie dabei, das ist eine AC/DC Mädels Coverband. Wir haben eine Verlosung von der 750er Harley, die einen karitativen Zweck zugutekommt, das ist der Sonnenstrahl e.V. in Dresden. Krebskranke Kinder und Jugendliche, die dort unterstützt werden. Wir haben rundum ein Rahmenprogramm gebaut mit einer Burnout-Platte. Wir haben Wrestling da, wir haben Bullriding, wir haben Strongman-Schuhe. Wir haben einen coolen Moderator, Herman the Showman. Radio-Moderator wird auch vorhanden sein. Also rundum gesehen für jeden, was dabei ist. Also nicht nur für hartgesottene Biker, sondern eigentlich für die ganze Familie. Okay, sehr schön. Ihr habt schon gesagt, es ist ein schönes Familienprogramm. Das Wichtigste ist ja, dass nee, es kostet nichts. Also das ist eine Vorgabe von Harley und natürlich auch unser Wunsch gewesen, dass wir hier mit Eintritt frei arbeiten. Das heißt, jeder kann gerne kommen. Wir werden das Einzigste machen, das sind Kontrollen wegen Glas. Es ist also verboten, Glas mit aufs Gelände zu nehmen. Das hat was mit Sicherheit zu tun und es fahren Motorräder auf dem Gelände. Die wollen sich auch unbedingt die Reifen kaputt machen, wenn sie dann noch 500 Kilometer nach Hause fahren. Ja, ansonsten wie gesagt, Eintritt frei. Also viel Spaß für nichts. Also ohne Geld. Ne? Und ich muss aber kein Harley-Fahrer sein. Nein, muss ich nicht. Es sind alle willkommen. Es ist ein morgenoffene Veranstaltung. Es ist Harley Days, ja sicher. Aber wir sind natürlich morgenoffen und jede Kawasaki, Honda oder Suzuki ist auch gerne gesehen. Okay. Für die, die das überhaupt nicht kennen, Harley Days, was muss ich mir darunter vorstellen, so generell? Also was ist das für eine Veranstaltung? Man hat es vielleicht schon mal aus Hamburg gehört oder so, aber was ist das so prinzipiell? Wie seid ihr auch auf die Idee gekommen? Ja, Sie haben es gerade selber gesagt, Harley Days ist natürlich bekannt aus Hamburg. Die haben dort mittlerweile um die 500.000 bis 600.000 Besucher, sind damals entstanden zu 100 Jahre Harley Davidson. Und die Idee war eigentlich, Hamburg liegt ganz oben im Norden. Im Osten gab es nichts und von Harley kam halt auch die Idee, man könnte doch mal was im Osten machen und dann ist natürlich Dresden die Nonplusultra-Stadt mit dem Kulturgut, was hier in Dresden steht, war das für uns natürlich absoluter Favorit. Wenn wir einen im Osten machen, dann in Dresden. Okay. Dann habt ihr für den Sonntag noch ein ganz spezielles Highlight geplant? Ja, am Sonntag ist die große Parade durch Dresden. Eine sehr, sehr schöne Strecke, die unter anderem an der Frauenkirche vorbeigeht. Wir haben tolle Motorräder dabei, die mitfahren. Das Ganze läuft wieder unter dem Deckmantel Charity. Das heißt, wir werden dort auch nochmal sammeln für diesen karitativen Zweck, um den Sonnenstrahl e.V. zu unterstützen. Und die Parade findet um 11 Uhr statt. Das heißt, um 10 Uhr ist ein Biker-Gottesdienst, 10.30 Uhr ist die Aufstellung zur Parade und 11 Uhr startet dann die Parade. Und wenn jetzt mal fremde Leute kommen, die wollen aber nicht bekehren? Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn irgendjemand sagt, oh, ich würde jetzt mal meine, keine Ahnung was, ich will jetzt auch keine Marke nennen, vielleicht doch gegen eine Harley tauschen. Dann wird die Harley-Gemeinde größer, das ist schön. Aber es ist natürlich nicht zwingend und es wird auch nicht darauf hingearbeitet. Aber jeder kann natürlich auch bei Harley hier mal Probe sitzen und Probe fahren. Ne? Damit er mal das Gefühl kriegt von so einem Langhuber, wie der arbeitet und wenn der ganze Körper anfängt zu vibrieren und wenn man an der Ampel steht, wie schön warm das wird von den 12 großen Zylindern, dann soll er es gerne mal ausprobieren. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Was für Maschinen bieten wir da an? Wisst ihr das schon? Es sind alle aktuellen Modelle hier vor Ort.
Also was wünscht ihr euch, sagen wir es mal so? Ja, wünschen tun wir uns vielleicht zwischen 25.000 und 30.000. Realistisch gesehen, denke ich mal, sind 20. Wenn es mehr war, dann kein Problem. Immer gern. Wir würden freuen uns über jeden Besucher. Die Veranstaltung lebt von Besuchern. Das ist klar, wenn Eintritt frei ist, muss der Rest irgendwo bezahlt werden. Wir haben natürlich eine gute Handvoll Sponsoren, die uns hier unterstützt haben. Aber jeder Gast ist natürlich auch gern gesehen und wir haben genug kalte Getränke vorbereitet. Wo ist das ja das erste Mal, also jetzt in Dresden zumindest, aber soll das letzte Mal werden? Definitiv nicht. Also wir bauen grundsätzlich Veranstaltungen nicht einfach mal auf, damit wir sie ein Jahr machen und dann wieder verschwinden. Alles, was wir machen, ist perspektivisch gesehen und die Holidays sollen so wie in Hamburg ein fester Bestandteil in der Stadt Dresden werden. Okay, muss ich trotzdem nochmal fragen, im Osten ja, Dresden ja, aber ich meine Leipzig ist auch schön, Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz ist schön, Zwickau ist auch schön. Aber keiner hat das Flair von Dresden. Okay, alles nicht mit der Sibylle zu tun? Überhaupt nicht, in keinster Weise. Also mir ging es jetzt rein weg um den kulturellen Aspekt. Und welche Stadt bietet das, was Dresden hat? Es gibt keine, die Sie jetzt genannt haben. Ist nicht dabei. Zwickau. Ist auch der Zwickau. Alles klar, danke. Die weiteste Anreise, ist die schon bekannt? Ja, ich glaube Finnland. Marcel? Finnland war der weiteste, ne? Angemeldet. Finnland. Mit privaten Fahrzeugen ankommt, sind Parkmöglichkeiten vorhanden? Ja, natürlich. Also erstmal ist hier eine recht gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, da das ja die Messe Dresden ist, kann man die Verkehrsmittel, die zur Messe fahren, nutzen. Dann kommt man eigentlich direkt ans Gelände ran. Und für alle die mobil kommen, alle Motorräder können auf dem Gelände geparkt werden. Da gibt es spezielle Parkplätze für Motorräder. Das ist so gedacht, damit auch der Gast dann diese Vielfalt an Motorrädern sehen kann auf dem Gelände. Und für alle, die mit dem Pkw anreisen, wenn man von der Seite der Mühle kommt und vor der Brücke rechts wegfährt, kommt man direkt auf den eigenen Parkplatz. Ja, dann kostenpflichtig. Der Parkplatz ist kostenpflichtig, ja. Tagesticket kostet 5 Euro. Okay,